Heute bei Wer weiß denn sowas? Ulrich Nöten im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Peter Lohmeier und Elton. Und jetzt geht's los. Eine sehr arbeitsreiche Woche für uns. Zu den täglichen Sendungen Montag bis Freitag kommt am Samstag ja noch unser großes Wer weiß denn sowas XXL. Können Sie schon mal in Ihren Kalender eintragen. Samstagabend 20.15 Uhr. Aber heute haben wir uns schon tolle Gäste eingeladen für diese Sendung. Ulrich Nöten ist bei uns. Und Peter Lohmeier. Ulrich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du fußballbegeistert? Es geht. Ja, für welchen Verein, wenn denn überhaupt? FCA. Für den FC? Augsburg. Augsburg, ja. Augsburg. Bei dir weiß ich es natürlich, Schalke 04. Ja. Ja. Und ich habe einen spannenden Fußballfakt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wussten Sie eigentlich, dass Michael Nusshör vom VfB Stuttgart am 8. Februar 1986 drei Elfmeter in einem Spiel verwandelt hat? Oh. Es war beim... Es war beim 7:0 gegen Hannover 96. Und er ist damit nämlich bis heute der Spieler, der die meisten Elfmeter in einem Spiel getroffen hat. Ah. Ja? Erstaunlich. Ja, ja, komisch, ne? Und es gibt noch einen weiteren sehr, sehr interessanten gemeinsamen Fakt. Ihr kommt beide aus einer Pfarrersfamilie. Wusstet ihr das? Ach, oh ja, ja. Ja. Nee, ja. Das verbindet uns, richtig. Was ist denn eine Fahrradfamilie? Ist das, wenn man... Fahrer! Ach, Fahrer? Nicht eine Fahrradfamilie, nein. Fahrradfamilie? Hm? Fahrer? Die Laden oder was? Tracker! Ja, ja. Nein. Fahrradfahrendes Volk. Eltern waren LKWs. Jetzt schauen wir aber mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Bernhard und Ulrich sitzen 76 Zuschauer. Hinter Elton und Peter Lohmeier 49. Unentwegte 49 Aktivisten. Aber wer wird heute hier das Rennen machen? Das wissen wir erst, wenn alle 12 Fragen beantwortet sind und das Finale gespielt ist. Hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Unterwasser, Kosmetik, andere Länder, andere Sitten, Pflanzen, Heimat, Kreuzfahrt, Fragezeichen, Sonne, Mond und Sterne, Essen und Trinken auf dem Globus, total genial und Musik. Also, Bernhard und Uli beginnen. Ihr habt mehr Zuschauer hinter euch, deswegen dürft ihr die erste Kategorie auswählen. 500 was hast Euro du Lust? Für jede richtige Antwort. Mich lacht Kreuzfahrt und Sonne, Mond und Sterne und auf dem Globus an. Das wäre so mein, ja? Was ich irgendwann heute mal nach Hause bringen würde. Ich verstehe. Essen und Trinken fände ich toll. Lass uns doch Kreuzfahrt oder Unterwasser nehmen. Also das, was du hast. Moment, Kreuzfahrt oder Unterwasser, das hängt ja manchmal miteinander zusammen. Total, also, dann lass uns das doch bitte nehmen. Ja. Dann nehmen wir erst Kreuzfahrt. Erst Kreuzfahrt, dann nehmen wir Sonne, Mond und Sterne und dann Essen und Trinken. Genau. Ah, okay. Ich sehe, ihr habt schon einen Matchplan entwickelt. Kreuzfahrt. Hier ist die Frage dazu. Was sollte auf Kreuzfahrten auch bei Landgängen beachtet werden, um unnötig hohe Kosten zu vermeiden? A. Zahlungen nur mit Girocard statt der Kreditkarte tätigen. B. Gepäckanhänger des Anbieters direkt nach Check-in entfernen. Oder C. Automatische Netzwahl im Handy ausschalten. So, habe ich die Frage verstanden? Das ist doch total einfach. Ja. Wenn du eine Kreuzfahrt machst, fährst du immer wieder in andere Länder. So, das kann auch sehr weit weg sein. Bei automatischer Netzwahl würde er sich automatisch wo einloggen und dann bist du da drin. Und wenn du auf hoher See bist und kriegst einen Anruf auf die Mailbox, dann rufen die in das Land an und wieder zurück und das kostet dich dann extra Geld. Also das ist schon mal so. Das klang jetzt sehr überzeugend. Ich verstehe B, verstehe ich überhaupt nicht. Gepäckanhänger des Anbieters direkt nach Check-in auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, genau, du bist eingecheckt und gehst jetzt auf das Schiff. Damit niemand sieht, der fährt mit der und der Gesellschaft, da scheint offensichtlich Geld dahinter. Ich habe schon überlegt, dass du sagst, es geht ja um Landgänge.
Ja, eben. Ja, so. Da nehme ich doch mein Gepäck nicht mit. Ja, eben. Außer vielleicht deinen Rucksack. Und dann hängt an dem Rucksack, hängt da noch dran, fährt auf dem Schiff sowieso. Und dann sagt der Verkäufer, super, wir nehmen höhere Preise. Ja, eben. Deswegen, das also stimmt B auch. Sehr gut. Es scheint eine gute Sendung zu sein, weil es wird alles richtig sein gleich. So. Und jetzt ist nur noch die Frage, ist die Girocard teurer als die Kreditkarte? Die automatische Netzwahl kostet mehr Geld, weil du musst dich, das ist wie bei jeder Reise, Gepäckanhänger, dann hast du Leute, die dir mehr abnehmen und jetzt ist die Frage, ob Girocard mehr kostet. Also wenn ich die automatische Netzwahl ausschalte, dann muss ich selber einen Anbieter auswählen. Dann müsste mich ja vorher auch schlau machen, welcher ist denn der billigste. Also ich weiß nicht, was sollte, um unnötig hohe Kosten zu vermeiden. Ich würde mich da auf die automatische Netzwahl verlassen. Weil dann bist du, wenn du rumfährst, wirst du automatisch immer wieder eingewählt. Vielleicht sogar auf dem Schiff eingewählt, ins Schiffsnetz. Das kann ja auch noch sein. Was meinst du? Also, wenn es eine kleine Insel ist. Ja, genau. Ja. Und dann fährst du da vorbei und dann wirst du die ganze Zeit eingeloggt und du bist halt nie wirklich zu Hause. Ja. Was machen wir? Das ist, spart auf jeden Fall Geld. Du machst einfach... Können wir eine Entscheidung finden? Keine Ahnung, weiß nicht. Der Teamkapitän. Können wir eine Entscheidung finden? Ich bin tatsächlich sehr, sehr ratlos. Sollen wir 10 nehmen? Wir sind doch eigentlich bei 10, ja, bitte, oder? Lass uns doch bitte 10. Wir nehmen echt jetzt... Echt 10? Ja. Ja, wir nehmen jetzt C. Wir nehmen C. Okay. Sorry, ich bin der Kreuzfahrtsektor, der boomt. Obwohl, da muss man schon aufpassen. Wer mit dem Kreuzfahrtschiff auf hoher See unterwegs ist, wird vom terrestrischen Mobilfunknetz nicht mehr abgedeckt. Dafür wird oft ein Schiffsnetz angeboten, das mobile Dienste über Satelliten ermöglicht. Allerdings zu enormen Kosten. Handys sind meist so eingestellt, dass sie sich automatisch ins stärkste Funknetz einwählen, auf dem Meer also ins teure Schiffsnetz. Und da auch bei Landgängen die Chance besteht, dass das Handy sich unbemerkt dort einwählt, sollte die automatische Netzwahl ausgeschaltet werden. Besser ist es. In so einem Schiffsnetz, das kann wirklich teuer werden. Da muss man echt drauf aufpassen. Ich habe telefoniert und das Schiff ist refinanziert. Ja, so froh, da sind auch 500 Euro schnell weg, aber ihr habt sie sicher auf eurem Konto, die ersten 500 Euro. Welche Kategorie? Essen und Trinken. Essen und Trinken, ja. Frag doch nicht. Wollten ja eigentlich wir nehmen, ne? Bei preiswerten Espressomaschinen mit Kaffeepads und bei den meisten Vollautomaten wird A. der Kaffee mit zu heißem Wasser überbrüht, B. das Kaffeepulver nicht gleichmäßig von Wasser durchflossen oder C. die Crema künstlich mit einem Luftventil hergestellt. Auch nicht. Bist du überhaupt Kaffeetrinker, Peter? Ja. Ja, ich habe auch so ein Automaten. Also der Kaffee wird mit zu heißem Wasser überbrüht. Hä? Was ist da jetzt denn? Was ist da der Nachteil, wenn das mit zu heißem Wasser überbrüht wird? Geht das Aroma verloren oder was? Ich sehe den Nachteil da nicht. Oder dass du dich dann verbrennst an der Lippe oder was? Oder nee, das ist ich weiß, es kann natürlich sein, dass wenn es zu heiß ist, dass das Aroma des Pulvers verloren geht, aber es wird auch mit kochendem Wasser in normalen Filterkaffee. Also, schließe ich jetzt einfach mal aus. Gut. Ich hätte froh, dass wir das nicht machen. Schon einen Schritt weiter. Und Kaffeepads, das sind diese, ne? Das sind die, ja, diese weißen Dinger. So, jetzt so. Die schiebst du da rein. Und ich meine, da ist nur ein Strahl und dann wird nur durch die Mitte des Kaffeepads das Wasser geschossen. Und das dringt gar nicht richtig in die Außenteile. Am schönsten finde ich deine Erklärung. Wir machen mal jetzt mal, weil. Wir machen jetzt nicht flüstern da drüben. Wir machen jetzt mal B, oder? Weil das andere können wir uns nicht so richtig vorstellen. Nee, wir nehmen B. Sehr gerne. Ja, manchmal ist so eine Espressomaschine mehr Schein als Sein. Der dichte Schaum auf Espresso wird als Crema bezeichnet und gilt als Qualitätsmerkmal. In der vor allem aus Kaffeebohnenöl, Eiweißen, Zucker und Kohlendioxid bestehenden Crema ist ein Großteil des Aromas gebunden. Im Gegensatz zu hochwertigen Siebträgermaschinen fehlt preiswerten Espressomaschinen, vor allem wenn sie mit Kaffeepads arbeiten, und den meisten Vollautomaten der nötige Druck, sodass sie die Crema nur künstlich mit Hilfe eines Luftventils herstellen können. Das kann sich negativ auf den Geschmack auswirken.
Da wird einem schon mal ein X für ein O vorgemacht. Also, das war erstmal nichts. Es bleibt bei 0 Euro, aber da kann ja noch eine Menge passieren. Das ist keine Anteilnahme, was hier gerade war. Das war ein Stück. Nein, ich meine, ob es uns obliegt, uns dem gegnerischen Team. Leid. Ja, gerade als Schauspieler fällt einem das ja auch nicht schwer zu zeigen. Es war in großen Teilen sogar Schadenfreude, die ich da eben vernommen habe. Das kann ich mir bei unserem Team nicht vorstellen. Nein. Wir gehen mal weiter. Sonne, Mond und Sterne? Oder möchtest du unter Wasser? Musik. Musik. Oh. Guck mal da. Musik. Was haben? Keine Ahnung. Das ist eine Kategorie, was haben? Nie genommen. Was haben? Musik ist der Sittler. Was haben? Was haben Georg Friedrich Händel und Jimi Hendrix gemeinsam? Schon mal nicht so gut, ne? A. Sie sind beide im Alter von 27 Jahren gestorben. B. Sie lebten im gleichen Londoner Häuserblock. Oder C. Ihre Väter strebten für sie eine juristische Karriere an. Du darfst reden, du musst nicht nur zucken. Genau, ich wurde instruiert, mit dem Finger auf die richtige Antwort zu weisen. Aber das gilt nur, wenn es gegnerische Team dran ist. Jetzt soll ich sprechen. Ja. Ich soll meine Gedanken mitteilen. Sie sind beide im Alter von 27 Jahren gestorben. Glaube ich nicht, weil der Händel, von dem zumindest weiß ich, der war sehr, sehr produktiv. Auch Hendrix ist älter geworden als 27 Jahre. Schließe ich aus. C. Ihre Väter strebten für sie eine juristische Karriere an. Welcher Vater tut es nicht für seinen Sohn? Aber trotzdem glaube ich, ich glaube, sie lebten im gleichen Londoner Häuserblock. Hat das Jimi Hendrix in London gelebt? Bestimmt hat er auch mal in London gelebt. Hat Georg Friedrich Händel in London gelebt? Mit Sicherheit. Also wenn B richtig sein sollte, ja. Er hat nur nicht ja gesagt, sondern warum nicht, hat er gesagt. Mit Sicherheit hat er gesagt. Ja, beim zweiten. Beim ersten nicht. Und du hast gesagt, jeder Vater strebt für seinen Sohn eine juristische Karriere an, lehnst aber C ab. Ja, das ist widersprüchlich. Sag mal so, Mengenlehre Klasse 1. Man hat mir gesagt, sozusagen, das Entscheidende bei der Sendung ist, dass du plauderst und dass du Worte von dir genau hast. Genau so richtig. Niemand hat mich darauf hingewiesen, dass es auch irgendwie inhaltlich konsistent sein soll. Sag mal, haben Händel und Bach nicht gleichzeitig gelebt? Bernhard? Haben Hendrix und Händel nicht zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet? Ja, also sie haben da nicht gemeinsam und zeitgleich. So viel steht mal fest. Jimi Hendrix bezog 1968 ein Apartment in der Brook Street 23 in London. Eines Nachts soll ihm dort laut eigener Aussage ein alter Mann mit grauem Zopf erschienen sein. Hendrix schwor, es sei der Geist von Georg Friedrich Händel gewesen. Durch ein Schild am Nachbarhaus erfuhr er, dass der deutsche Komponist von 1723 bis zu seinem Tod 1759 direkt im Nachbarhaus lebte. Noch heute können interessierte Besucher die beiden Wohnungen im Händel and Hendrix in London Museum besichtigen. Aber 1000 Euro. So, jetzt hier aber mal. Heimat. Wer das Schloss Ludwigslust in Mecklenburg besucht, den erwartet A. eine Inneneinrichtung aus Pappmaché, B. eine Angela Merkel-Skulptur aus Buchsbäumen oder C. ein konservierter, jahrhundertealter Sonntagsbraten. Ja, also, was kriegen wir hier wieder für komische Fragen? Ja, ne? Das ist ein bisschen ungerecht. Kennt ihr Ludwigslust? Ne? Ja. Ja. Das bei also ich, Wien, ne? Ja, das ist eine Haltestelle, also der hält jetzt nicht da nicht mehr, aber der ICE hat da, oder ab und zu hält er dann noch, dann steigt jemand aus, da wohnt auch noch jemand und dann steigt er ein, fährt man weiter nach Berlin. Und Mecklenburg, ich glaube nicht, dass Angela Merkel, obwohl das wäre natürlich so eine Überraschung. Ist auch zu pff, ne? Ist Quatsch, ne? Inneneinrichtung aus Pappmaché.
Ja, kann natürlich sein. Ne? Aber ist da nicht alles aus Pappmaché? Nicht? Oh. Nein, nein, nein. Plastik. So, nein, und jahrhundertealter Sonntagsbraten, ist das Publikum? Weil ist da jemand aus Mecklenburg da? Hier heute aus Ludwigslust. Ist auch mega. Schwierig. Wisst ihr das? Wisst ihr es? Ja, natürlich, wir waren ja, da. Klar. Ja. Lecker, lecker. Aus, aber brennt gut. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß auch, also Angela Merkel ist mir auch zu einfach. Das aus Buchsbäumen, ja, schön, aber macht keinen Sinn. Die Inneneinrichtung aus Pappmaché, verdammt, warum macht, was macht, was soll das, warum? Ist die sonst so teuer gewesen? Haben sie Angst, dass sie zerstört werden? Haben sie das nachgebaut aus Pappmaché? Also da steht ja, dass eine Inneneinrichtung aus Pappmaché ist, nicht alles. Ja, aber das ist aber auch so witzlos. Ich meine, das ist doch irgendwie, ihr wollt euch da auch nicht blamieren mit euren Fragen. Ich glaube dann wiederum, ich glaube eher C, weil es ist dann wahrscheinlich was aufgebaut, weißt du, was die, und dann haben die so einen Sonntagsbraten konserviert. Also der, man kennt das ja so, der hat jetzt was, weiß ich, irgendwie, irgendwelcher, der 14. hat da gegessen. Falschen Hasen geschossen. Oder die machen da, haben das dann. Oder einen halben Haar. Erzähl doch weiter. Nee, nee, stimmt. Mach mal A. Mach mal A. A. A ist, A ist besser. A ist besser. Hey, hey! Ich war, oder sollen wir das Publikum fragen? Ich meine, die liegen schon weit voraus. Ja, das ist. Ja, aber eigentlich. Ja, nee, komm, wir nehmen A. So, man darf sich nicht umdrehen und man darf auch nicht hören, was das Publikum klatscht. A. A. A, komm, A. Ja, der Elton hat A gesagt. A. A. Drei Leute glauben, dass es auch. Ja, ich glaube, es sind sogar ein paar mehr aus Ludwigslust hier. Ich glaube, da wäre ich mir jetzt auch sicher. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die kleine Stadt Ludwigslust, die vor allem für ihr barockes Schloss bekannt ist. Besonders der Festsaal mit seinen monumentalen Säulen und goldenen Kristallleuchtern beeindruckt die Besucher. Doch nicht alles, was hier glänzt, ist aus Gold. Denn aufgrund von Geldnot beim Schlossbau sparte Bauherr Friedrich Herzog zu Mecklenburg ordentlich bei der Innendekoration. Viele Türverkleidungen, Säulen und Figuren des Saals sind aus Pappmaché, dem sogenannten Ludwigsluster Karton, hergestellt. Ja, und damit die ersten 500 Euro für euch. So, die nächste Kategorie. Sonne, Mond und Sterne? Ja. Sonne, Mond und Sterne. Brenne auf mein Licht. Unser Mond ist A. Von den Gesellschaftsinseln im Südpazifik aus nie zu sehen. Sehr geil, oder? B. Bisher nur von 39-Jährigen betreten worden. Oder C. Täglich den Einschlägen von ca. 3 Tonnen Meteoritenmasse ausgesetzt. So. Lass uns mal überlegen. Ja. Ich war noch nie auf dem Mond. Die Frage ist, ich finde das aber generell eine interessante Frage, kann man vom, könnte man von den Polkappen aus, kann man also vom Nord- oder Südpol den Mond sehen? Also ich meine, ich glaub, dir sagen schon, zu können, dass die Gesellschaftsinsel im Südpazifik, Südpazifik klingt nicht nach Polkappe. Ja, eben deshalb. Und wenn man sie von der Polkappe aus sehen kann, ist der Südpazifik ja Teilmenge der Strecke gibt zwischen Äquator und... Gibt es einen Punkt auf dieser Erde, von dem aus man den Mond ja, nicht sehen kann? Hier das Studio zum Beispiel. Wollen wir A ausschließen? Ja, wir schließen A aus. Wir schließen A aus. Gut, ich habe es notiert. Wurde bisher nur von 39-Jährigen betreten. Wie alt waren diese Astronauten? Gab es da ein Alterslimit? Haben die gesagt, es gibt ein Zeitfenster, bis dahin ist der Mensch so reif und weise, dass er dieser Aufgabe aber gerecht werden Zeitfenster, kann und er ist gleichzeitig noch so körperlich fit? Aber das Zeitfenster wäre ja dann in diesem Fall ein Spalt. Meteoriden, nein. Meteoriden, nicht Meteoriten, Meteoridenmasse, also das ist so also Staubzeug. Das, ich glaube, das klingt für meine... Ich finde das sehr plausibel. Ich finde das sehr plausibel, weil ich glaube, dass sehr, sehr viel Zeug unterwegs ist. Unfassbar viel ist es, genau. Und die 3 Tonnen sind ja nichts im Vergleich zu dem, was auf der Erde täglich ankommt. Also, und der Mond ist ja entsprechend kleiner. Weil der eine geringere Gravitation hat. Ja. So. Also sind wir so quasi bei C, weil da war bestimmt, einer war 40 und einer war 38. Also ich glaube, so genau war der... Ja. Also sind wir bei C? Wir sind bei C. Also im wir Grunde sind, beide sind bei wir C. bei C. Das heißt, wir könnten quasi schon eine Entscheidung treffen. Okay. Lass uns C einloggen. Wir loggen C ein. C haben wir festgehalten. Ja, wir haben C festgehalten. Wir Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Pete Conrad waren drei
Die Astronauten, die 93. auf dem Mond waren? Ja, aber es waren noch mehr, da gab ja mehr. Und die waren alle drei 39. Die Oberfläche des Mondes beträgt knapp 38 Millionen Quadratkilometer und ist einigen Belastungen ausgesetzt. So prasseln zum Beispiel Tausende von Meteoriten auf den Mond ein. Laut Schätzungen der NASA erreicht die tägliche Gesamtmasse in etwa 2800 Kilo. Es handelt sich dabei hauptsächlich um winzige Mikrometeoriten mit Massen im Milligramm- bis Grammbereich. Da der Mond jedoch über keine Atmosphäre verfügt, die sie abbremst, können auch kleine Objekte Wucht erzeugen und Spuren hinterlassen. Richtige Antwort. Ja, aber es gab natürlich noch mehr. Ja. Die ersten drei waren alle 39. Das ist super. Schöne Frage. 500 Euro sind es bei euch. Dankeschön. Von euch. Dankeschön. Ja, danke. Nein, es ist ja nicht gehässig, so, dass ihr nicht gemacht solltet euch jetzt wieder konzentrieren auf eure nächste Kategorie, Frage. Du wieder. Du. Ach, ich wieder? Nee, ich war immer blöd. Aber okay, andere Länder, andere Sitten. Ja. Die indische Abendzeitung The Musalman ist etwas ganz Besonderes. Denn sie A. wird täglich handgeschrieben, B. wird allein nur für den Premierminister gedruckt oder C. erscheint pro Wochentag in einer anderen Sprache. Das ist ja geil, oder? Mhm. Das finde ich alles gut. Da ist mir B. zu einfach wegen der Musalman. Hahaha. Ja, 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 darf ich mal gerade die Redaktion wieder, darf die mal einen eigenen Applaus bekommen, die Redaktion für so? Finde ich total geil, oder? Weil die Frage ist gut, aber alle Antworten gefallen mir. Und ich bin froh, dass wir es nicht haben. Ja, mal, es geht um uns, okay? Ach so. Wirklich? Ja. Das ist jetzt Peters Airtime. Ja, wir können jetzt auch mal so erklären, wie die da drüben erklären. Also, wird täglich handgeschrieben. müsste ja ganz viel schreiben. Schafft er nicht, der Inder. So viel auch nicht, ne? So, für den Premierminister The Musalman schwierig in diesem Staat. Auch gibt es ja viel verschiedene Religionen. Ich denke, er erscheint pro Wochentag in einer anderen Sprache. Also, B schließen wir beide auf schon mal sehr gut aus, bin ich auch da. A oder C, oder? C bin ich, also, was heißt in einer anderen Sprache? Natürlich gibt es viele Dialekte auch in Indien. Aber selbst das ist doch irgendwann durch. Ja, hast du recht. Und ich glaube, wir täglich haben, es ist eine Abendzeitung. Es kann doch tatsächlich sein, dass die morgens anfangen zu schreiben. Es muss ja nicht nur einer schreiben, sondern da gibt es 4 Leute für Sport, 5 Leute für Wirtschaft, 6 Leute für Politik und die schreiben das. Stimmt. Und dann ist das abends fertig. Ja. Und dann kannst du es lesen. Ist sogar vielleicht sogar noch aktueller als irgendeine sonstige Zeitung. Ja, der Eltern haben mich überzeugt. Ja, aber okay. Das macht mir Angst, dass ich dich jedes Mal bis jetzt überzeuge. Ja, aber es hat der letzte Mal der auch versucht. Aber, okay. Nenn mich einfach der, das reicht der, aus. Nee, du hast mit A völlig recht. Die setzen sich da morgens hin und fangen an zu schreiben und abends jetzt bin ich kann man was lesen. Auch wieder? Alter, scheiße. Warum? Was soll das jetzt? Eine Zeitung, ja, aber was soll die für eine Auflage haben? Das ist gerade mein Problem. Die müssen ja nicht nur eine Zeitung schreiben, das geht ja schnell, aber die müssen ja, sagen wir mal, 10.000 Zeitungen schreiben. Ja, das wird ja, das steht ja nicht. Die wird täglich, wird handgeschrieben und dann wird sie gedruckt natürlich. Das steht ja nicht da, dass sie da nicht gedruckt wird. Ach so. Verstehst du? Die haben richtig Leute, die richtig schön schreiben können. Nicht so wie Herr Hohecker, dass man nicht lesen kann. Nein. Sondern wie ich. Eine schöne Schrift, eine Schreibschrift. Was machen wir denn? Ja, handgeschrieben. Ich find A einfach eine tolle Idee. Wir nehmen A. Was? Im indischen Chennai wird seit 1927 eine Zeitung der besonderen Art veröffentlicht. Als letzte ihrer Form erhält The Musalman eine Tradition aufrecht, die bis in die 1980er Jahre von einigen dortigen Zeitungen gepflegt wurde. Jede der 4 Seiten wird täglich von 3 Kalligraphen per Hand geschrieben. Die Negative der in der Sprache Urdu verfassten Seiten werden anschließend als Vorlage für die Druckplatten genutzt. Abends können die Kunstwerke dann bereits gelesen werden. So, ich stehe bei 1000. Ihr seid weiter im Spiel, seid dran. Ihr liegt noch in Führung, der Druck wird aber nicht weniger. Nein, das war wirklich, also Respekt, war gut. Ich spüre keinen Druck. Nein. So. Ist ja auch nicht. Nächste Kategorie.
Pflanzen? Wenn du meinst, Pflanzen. Die fleischfressende Venusfliegenfalle. Ja. A. Überwintert am besten im Gemüsefach des Kühlschranks. B. Frisst neben Insekten auch Schokopudding. Oder C. Deckt ihren Wasservorrat allein mit ihrer fleischlichen Nahrung. Nein. 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 Überwintert, also am, überwintert besten. Am besten. Muss die Venusfliegenfalle überhaupt überwintern? Ja, warum sollte sie das machen? Was könnte die Venusfliegenfalle dazu veranlassen, Schokopudding zu verzehren? Das Eiweiß. Deckt ihren Wasservorrat allein mit ihrer fleischlichen Nahrung? Nein. Die fleischliche Nahrung, wie wir gelernt haben, dient dazu, aus Proteinen auch Nährstoffe für die Pflanze, damit sie nicht nur auf die Photosynthese angewiesen ist. Denn sie wächst in einem nährstoffarmen Habitat und braucht deswegen die zusätzliche fleischliche Nahrung. Und man muss sie gießen? Ja, genau. Ich bin für B. Wir nehmen B. Wie Publikum. Ja. Also die Venusfliegenfalle schleppt gerne auch mal einen Schokopudding, am allerliebsten mit ein bisschen Sahne obendrauf. Venusfliegenfallen müssen im Winter ruhen. Das Problem dabei? Bei über 5 Grad Celsius ruht sie nicht und unter minus 10 Grad überlebt sie nicht. Deshalb empfiehlt es sich, die Pflanze ab Oktober vorsichtig aus dem Topf zu holen, zwischen 2 dicke Lagen Küchenrolle zu legen und anschließend stark angefeuchtet in einem Gefrierbeutel im Gemüsefach des Kühlschranks zu platzieren. Alle 3 Wochen sollte kontrolliert werden, ob genug Feuchtigkeit vorhanden ist, bis sie im März wieder in frische Erde gepflanzt werden kann. Es tut mir leid. Hätt ihr das gewusst? Und es empfiehlt sich auch, die Schokopudding-Vorräte ab und an zu kontrollieren, wenn man die Venusfliegenfalle überwindet. Es bleibt bei 1.500 Euro und ihr könnt ausgleichen. Jo. So schnell kann es gehen. Total genial. Was hilft nachhaltig gegen unangenehmen Geruch im Auto? Kaffee. A. Alle 2 Minuten den Scheibenwischer betätigen. B. Topf mit rohen Verfallennudeln auf den Rücksitz stellen. Oder C. In Zitronenöl getränkte Holzwäscheklammern an die Lüftung klemmen. Also A macht ja nur keinen Sinn. Nee, obwohl das lenkt ab, ne? Scheibenwischer lenkt ab vom Riech. Wenn du damit, wenn du das ständig machst, dann denkst du nicht an den Geruch. So, also aber trotzdem ausschließen, A weg. Zitronenöl, oder? Was denkst du? Ja, ich auch. Es ist mir aber ein bisschen zu einfach. Ist einfach, ne? Klar, Holz nimmt das Öl auf. Das ist ja. Ein Naturdings, das nimmt das Öl auf. Und wenn du es in die Lüftung klemmst, kommt vielleicht durch die warme Luft oder sowas hin und wieder, dünstet das. Also das macht am meisten Sinn. Also ausschließen, Verfallennudeln. Warum ausgerechnet Verfalle? Hätte ja sein können, dass das sonst noch. Nimm die Feuchtigkeit. Nee, das kann. Aber weißt du was? Das macht mir Angst, weil das zu einfach ist. Ja, aber das, vorhin war es ja bei denen immer so einfach. Oh. Vielleicht riecht das innen drin auch. Wir sind doch bei C, oder? Wir sind bei C. Wir nehmen C. C wie Zitrone. Muffiger Geruch im Auto kann hartnäckig und unangenehm sein. Ein genauso einfacher wie umweltfreundlicher Trick schafft Abhilfe. Eine Holzwäscheklammer in etwas Zitronenöl tunken und am Lüftungsschlitz anbringen. So verteilt sich ihr angenehmer Duft im gesamten Auto. Die Intensität des Zitronengeruchs kann über die Lüftung bestimmt werden. C wie Zitronen. Sehr gut. Und damit Ausgleich auch bei euch 1.500 Euro. Jetzt habt ihr doch ein bisschen Druck. Toll, toll. Nein, wir haben ja keinen Druck. Unterwasser, Kosmetik, Fragezeichen und auf dem Globus. Auf dem Globus, bevor du wieder Pflanzen nimmst. Warum hat das ansonsten perfekt rechteckige Colorado an seiner westlichen Grenze einen kleinen Knick? A. Vermesser machten 1879 einen Fehler. B. Die Grenze folgt einem ehemaligen Flussverlauf. Oder C. Der Gouverneur von Utah verkaufte heimlich ein Stück Land. Scheint mir am plausibelsten. Das ist sehr lustig. Also, das perfekt rechteckige Colorado
an seiner westlichen Grenze einen kleinen Knick. Ist die Hauptstadt von Colorado nicht Denver? Das heißt, dass die Linie, die eigentlich gerade sein müsste, dass sie ein bisschen seitlich versetzt ist, aber ansonsten parallel zu der ursprünglichen Linie so. Genau. Also wenn das nur ein so ein Rübersprung ist, dann kann es natürlich wirklich ein Fehler der Vermesser gewesen sein. Ja, durchaus. So, die haben dann irgendwie eine Pause gemacht und haben sie einfach vertan um einen Kilometer und jetzt hat die einen kleinen Knick. Ja. So, ich finde, also B würde ich ausschließen. B würde ich ausschließen? Soll, ja, warum soll das ein, das wäre ja dann quasi ein komplett gerader Fluss, der auf einmal einen Knick macht, also so ein Fluss. Verstehst du? Nein. Schließen wir aus. Schließen wir der Gouverneur aus. Von Utah verkaufte heimlich ein Stück Land. Weißt du? Weitere Frage, dieses Rechteck, wird es dadurch größer durch diesen Knick oder wird es dadurch kleiner? Es müsste größer werden. Also so, zack, und dann geht es nach außen, wird größer. Und das war vorher... Ich glaube nicht an den heimlichen Verkauf. Dann sind wir eigentlich bei A, ne? Ja, eigentlich ja. So. Also, wir sind jetzt, wir haben uns jetzt A hergeleitet, oder vermuten A. Wenn man still ist, dann hört man diese... Stille. Nee, diese Hintergrundmusik, diese... Stimmt, Moment. Wie ein Fluss. Stimmt. Wie ein Fluss. Ist die immer da, diese Musik? Ja, ist immer da. Ja. Ah. Ich höre die seit Stunden. Hat sie noch nie richtig gehört. Okay. Was? Kai. Ja. Der Moment ist gekommen, wo wir eine Entscheidung getroffen haben, wir beide, und wir sind uns ziemlich sicher eigentlich. Ja, sollen wir es dir mitteilen? Ja, heiß. Wir nehmen A. Sehr schön. 1879. Wenn hinter uns ein Fehler, also soll es sein. Auf der Karte ist an der ansonsten schnurgeraden Grenze zwischen Utah und Colorado ein leichter Knick zu erkennen. Nachdem Colorado 1876 zum US-Bundesstaat ernannt worden war, sollten 1879 die Grenzen markiert werden. Eigentlich sollten sie komplett parallel zu Breiten- und Längengraden verlaufen. An der westlichen Grenze machten die Landvermesser aber einen Fehler und wichen über anderthalb Kilometer westwärts ab. Und weil am Ende gilt, was auf dem Boden markiert wurde und nicht, was auf dem Papier geplant war, ist Colorado bis heute kein perfektes Rechteck. Richtige Antwort. Ja, so muss es laufen. Ihr steht bei 2000 Euro. Nicht mal wir das wissen, sondern wenn man die, weißt du, wenn das so wie das nehmen. Unter Wasser, Kosmetik oder Fragezeichen? Jetzt halte ich fest, wir nehmen Kosmetik. Oh. Ihr könnt euch schon mal bereit machen. Der chemische Filter in einer Sonnencreme schützt die Haut vor Sonnenbrand, indem UV-Strahlen A. vom langwelligen in den kurzwelligen Bereich wechseln, B. in Wärme umgewandelt werden oder C. in tiefere Hautschichten geleitet werden. Hä? Das kann ja nur A sein. Wenn das in Wärme umgewandelt werden sollte, dann müsstest du das doch spüren. B ist Quatsch. Und in tiefere Hautschichten, das macht es ja noch schädlicher. Ja, noch schädlicher. Wolltet ihr nicht das Publikum fragen? Ja, aber wir erstmal müssen wir auch so ein bisschen wie die erscheinen. So. Ja. Oder gibt es nur hier oben, ist das nur oben schädlich? Nee, wenn das tiefer eindringt, dann ist es doch schädlich. Wir sind richtig bei A. Wir brauchen gar nichts mehr. Aber ihr braucht das Publikum gar nicht. Kommt ja immer ein bisschen auch drauf an, wie man sein Fleisch mag. Ich mag's zum Beispiel gerne durch. Die Wirkung von Sonnenschutzmitteln basiert auf zwei unterschiedlichen Prinzipien. Während physikalischer Lichtschutz Sonnenstrahlung reflektiert, dringen bei chemischem Lichtschutz organische Verbindungen in die Haut ein. Diese Filtersubstanzen sind in der Lage, UV-Strahlung einer bestimmten Wellenlänge aufzunehmen und in andere Energieformen wie Infrarotlicht und Wärmestrahlen umzuwandeln. Dadurch wird UV-Strahlung in der Haut unschädlich gemacht. Es ist Antwort B. Oh. Es bleibt bei 1500 Euro. Ihr habt noch mal die Wahl, Unterwasser oder Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen. Ja, wir haben das Publikum und jetzt seid ihr dran. Macht wofür stehen die zwei oft durch ein Viereck getrennten Zahlen so am inneren Rand eines Brillenbügels? A. Produktionsnummer für Garantiefälle,
B, persönlicher Identifikationscode beim Brillengeschäft oder C, Glasbreite und Breite des Nasenstegs? Also ich habe, das ist doch eine typische Publikumsfrage. Also ganz ehrlich, ich tippe auf C, weil das andere kann ich mir nicht vorstellen. Darf man tippen, bevor man... Ja, ja klar, wir können denen durchaus was sagen. Also nur so. Ihr könnt auch was einloggen also und dann das Publikum fragen. Wir tippen auf C und jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie die Fachleute für Brillen, ja. Fachangelegenheiten. Pau! Hoffen wir mal, dass da jemand den Durchblick hat. Ja, es gibt ja den einen oder anderen. Viele sind, sie merken jetzt eine, erst, dass sie eine Brille tragen. Das, habt ihr das in der Brille drin? Das ist schwierig, was und haben wir jetzt mal weiter? Nein, ihr müsst in die Brille des Nachbarn gucken, weil wenn ihr eure eigene Brille abzieht, dann seht ihr es. Da. Ah. Oh. Ja. Komm mal zu dir. Hallo. Hallo. Andreas. Andreas, grüß dich aus? Ja. Hamburg. Was machst du beruflich, Andreas? Ich bin Elektriker, kann man sagen. Ja, da ist das ja gar nicht verkehrt, wenn man denn eine Brille braucht, dass man sie dann auch trägt, ne, damit man alles dann auch da anschließt, wo es hingehört. Ja, ja? Genau. Hast du schon mal festgestellt, dass so ein Zeichen in deiner Brille irgendwo... Das war ein interessanter Tipp. Ich habe gerade mal nachgeschaut und ja, also C wird passen, denke ich mal. Aha. Das ist so die Maßangabe von der Glasbreite zum Nasenbügel. Das haut hin. Gut, du hast Antwort C eingeloggt und jetzt muss es noch stimmen. Dann geht ihr mit weiteren 500 Euro nach Hause. Ich bin mal gespannt. Fast alle Brillen haben auf der Innenseite des Bügels Zahlen aufgedruckt. In der Regel bestehen diese aus zwei Zahlenangaben, meist getrennt durch ein Viereck oder einen Strich. Die erste Zahl steht für die Breite eines Glases in Millimetern. Die zweite Zahl gibt die Breite des Stegs, also den Abstand zwischen den Gläsern, an. Rund 75% der Brillen zeigen noch eine dritte Zahl, die für die Bügellänge in Millimetern steht. Wer eine neue Brille sucht, kann sich also an den Angaben auf der alten orientieren. Sehr richtige Antwort. Glückwunsch, Daumen drücken fürs Finale. Ja? Danke. Was man hier nicht alles lernt. So, ihr steht bei 2500 Euro. Und wir haben noch eine Kategorie für euch, eine Frage. Und das ist aus dem Bereich Unterwasser. Ja. Jetzt könnt ihr euch bereithalten. Der Papageifisch. A. Ahmt die Geräusche anderer Meeresbewohner nach. B. Verwirrt Archäologen durch seine Spuren im Gestein. Oder C. Schläft in einem körpereigenen Schlafsack. So. A ausschließen. Warum A ausschließen? Der Papageifisch heißt Papageifisch, weil er so bunt ist. Weil er bunt ist und einen richtig fiesen Schnabel hat. Der okay, A ausschließen. Ja, und welche Geräusche soll der vom Meeresbewohner nachmachen? Naja, Meeresbewohner machen sehr, sehr viel mehr Geräusche, als man gemeinhin denkt. Da wird auch was diskriminiert auf eurer Seite gerade. Schläft in einem körpereigenen Schlafsack. Wie soll denn das funktionieren? Verdammt nochmal. Der geht nachts schlafen, dumm die dumm, legt sich in den Schlafsack, Reißverschluss. Und was hat das für einen Sinn? Dann legt er sich hin. Der hat so eine große Flosse, ne? Ist halt dumm, ein Schlafsack. So, ich finde, ihr habt doch das Publikum jetzt genug verwirrt. Da sind bestimmt... Hast du irgendeine Ahnung irgendwann? Nee, aber ich glaube, der hat bestimmt der ein oder andere so ein Riesen-Aquarium zu Hause. Ja, oder... Naja, ein Papageifisch-Aquarium. Oder hat einen Tauchschein, oder... Verwirrt. Hat auf andere Art und Weise Wissen über Papageifische erworben. Ja, gar nicht, noch nie einen gegessen auch und nicht... Gut. Nee, also da passiert offensichtlich nichts. So, Elton, dann sag an, was loggen wir ein? Elton, Antwort? B. Jetzt hier und eben aufstehen. Ja, ja, da kann man schon mal durcheinander kommen, wenn der Papageifisch seine Wege zieht. Oh, Mann. In den tropischen Meeren leben Papageifische mit etwa 80 Arten. Wenn sie sich nachts zum Schlafen begeben, suchen sie sich eine ruhige Stelle im Korallenriff. Dann beginnen sie, mit dem Maul eine schleimige Masse auszuscheiden, von der sie innerhalb einer Stunde komplett umhüllt sind. Forscher haben herausgefunden, dass dieser Schlafsack Geruchssignale überdeckt und Parasiten nicht angelockt werden. Tagsüber, wenn die Fische wach sind, befreien Putzerfische sie von den Parasiten. In
In der Natur muss alles einen Sinn machen. So, damit sind alle 12 Fragen gestellt. Und Bernhard Hoecker und Ulrich Nöten haben 2.500 Euro erspielt. Peter Lohmeier und Elton haben 1.500 Euro. Und hier ist unser großes Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Energie. Keine Zeit für Taktik. Doch, Zeit ist für Taktik. Zeit muss für Taktik sein. So, beide Teams haben eingeloggt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche Quelle erzeugte 2017 in Deutschland nach Braunkohle am meisten Energie? A. Wind, B. Steinkohle oder C. Erdgas? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, beide Teams haben eine Antwort festgehalten, haben ihren Geldbetrag aufs Finale gesetzt und gleich gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder zurück. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Heute spielen wir mit Ulrich Nöten im Team mit Bernhard Hoecker. Beide haben 2.500 Euro erspielt. Und Peter Lohmeier im Team mit Elton, die beiden haben 1.500 Euro erspielt. Am Samstagabend in unserem großen Wer weiß denn sowas XXL, da haben uns auch tolle Gäste eingeladen. Mario Barth ist zu Gast, Oliver Welker, Dieter Hallervorden, da freue ich mich ganz besonders drauf. Also es wird ein großer Spaß, Samstagabend 20:15. Aber jetzt kommen wir zur Entscheidung der heutigen Sendung. Die Masterfrage, die gerade gestellte, lautet, welche Quelle erzeugte 2017 in Deutschland nach Braunkohle am meisten Energie? A. Wind, B. Steinkohle oder C. Erdgas? Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Ulrich Nöten haben 2.500 Euro erspielt und gesetzt. Jetzt gibt's Ärger, pass auf. 999. Oh, super. Wenn's falsch ist, seid ihr froh. Ja? Nur so, ja? Also. Elton und Peter Lohmeier, 1.500 Euro auf dem Konto und gesetzt. 1.400. 1.400. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Uli haben getippt auf A. Wind. Elton und Peter haben getippt auf C. Erdgas. Spannend jetzt. Ihr wisst, dass, wenn es Steinkohle ist, haben wir gewonnen. Nur deshalb diese Idee mit dem. Ich wollte das nur mal erklären, dass da nicht immer sondern auch ho, ho, ho sein kann. Braunkohle hat einen Anteil von 22,5%. Bei den Energiequellen? Dann kann meine Zahl. Dann ist deine Zahl falsch. Aber wir sind trotzdem noch gut. Aber wir sind immer noch gut. Ja. Steinkohle hat einen Anteil von 14,1%. Kann man das irgendwo sehen? Jetzt bin ich ja mal gespannt. So wenig alles. 22. Wind hat einen Anteil von 16,2%. Und Erdgas hat einen Anteil von 13,2%. Das heißt, richtig! Und damit gewinnen Uli Nöten und Bernhard Hoecker 3.499 Euro. Glückwunsch! Ja. Glückwunsch auch an euch! Und das bedeutet für jeden von euch 46,04 €. Viel Spaß mit dem Geld. Dankeschön. Peter, auch dir. Oh. Da wirst du lange dran knabbern. Ja. Elton, danke. Wir sehen uns morgen Abend wieder.
zur nächsten Ausgabe Wer weiß denn sowas und Samstagabend dann zum Wer weiß denn sowas XXL 20.15 Uhr. Bestes Fernsehen für die ganze Familie. Also, Glückwunsch auch unseren drei App-Gewinnern. Danke fürs Mitspielen. Schönen Abend noch. Tschüss.